Wie Yvonne Boelke kürzlich in einem Interview mit Bild berichtete, habe sich Peter Klein bereits darauf eingestellt, dass seine noch Ehefrau Iris Klein in den Promi Big Brother Container zieht. Dramaturgisch ergibt das Sinn. Anführungszeichen. Große Promi büßen. Bloß. Foto. Satt. Einst Nadine Rupp und ProSieben Nikola Milatovic. Auf Instagram ließ sie keinen Zweifel daran, was sie vom Einzug ihrer Erzfeindin hält. Wenn das nicht alles geplant war, dann fresse ich einen Besen, so Boelke, die Iris Klein sogar unterstellt, Promi Big Brother schon während des RTL-Dschungelcamps angepeilt zu haben. Wenn jemand noch etwas anderes dazu sagt, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Anführungszeichen. Iris Klein, so Boelke weiter, habe sich seit Jahren bei Sat. 1 erfolglos um einen Platz in der Containershow beworben. Dank Peter hat sie es jetzt doch geschafft. Sie schmuggelt sich in jede Show rein. Dennoch rechnete sie damit, dass Peter besonnen auf das Wiedersehen reagieren wird. Die beiden haben 20 Jahre ihr Leben geteilt, Peter ist ein respektvoller Mann und lässt sich nicht provozieren. Anführungszeichen. Iris Klein wetzte im Interview mit Sat. 1 dagegen bereits die Krallen. Er hat mich weggeworfen wie ein Stück Müll, so Klein weiter, im normalen Leben hätte ich ihn angezündet. Wie im Livestream auf Join bereits seit dem Wochenende zu sehen ist, spekulieren die Promis im Container längst darüber, ob Iris Klein wirklich einziehen könnte. Dominik Stuckmann äußerte bereits die Befürchtung, dass der Rosenkrieg dann um Leidwesen der restlichen Bewohnern in der Promi-WG ausgetragen werden könnte. Die Lara Kruse befürchtete sogar, dass die beiden aufeinander losgehen könnten. Klar, dass Iris Klein schon lange vor ihrem Einzug Thema war.